Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TT2. Hallo Modus, zurück in Platin. Hoffen wir mal, dass es nicht lange bleibt. Welcome to Ich Nova. nehme Auszahlung. Den Feuerfürsten könnte ich jetzt noch nicht mal platzieren mit dem Geld. Aber ich könnte eine Sakura-Blume hinbauen. Wir könnten Elementare mitnehmen. Wir machen das. Sakura-Blume hinbauen. Upgrade. Jetzt habe ich 21 Gold übrig. Naja, kriege ich dafür vielleicht einen Worker schneller zusammen. Ist auch erstmal nicht verkehrt. Wir gucken mal. Auf jeden Fall sehr gut, dass ich eine billige Arcana-Einheit habe, wie den Schleim, den ich dann platzieren kann, um die Sakura-Blume zu schützen auf Welle 4, Welle 3 meine ich. Drüben Eidbrecher. Und ein Pyro. Okay. Das heißt, da wird erstmal nicht so viel passieren. Oh, mir fehlt ein Gold. Schade. Schade. Ja gut, halb so wild. Ich kann auf jeden Fall mit den Schleim und mit ihm eine gute Verteidigung aufbauen gegen magischen Schaden. Das ist sehr wichtig. Ich schicke ihm eine Schnecke rein. Einfach, damit ich das Einkommen habe. Ich habe Bienchen noch platziert. Ja doch, ich hole einen Worker, dann kann ich einen Schleim platzieren. Ich kann keinen platzieren, weil der 50 kostet. Okay, jetzt habe ich verkackt. Pass auf, wir machen das so. Wir machen das so. Die halten ein bisschen aus. Und da er mir nichts geschickt hat, sieht das dann doch noch ganz gut aus für mich. Sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte verkackt, aber er hat ja die ganze Runde nur aufgewertet. Mana Ross. So, ich mache Auto an. Ich werde jetzt ja hier einen Schleim platzieren. Ich kann sogar noch eine Aufwertung machen. Mache ich sofort mit. Und dann sollten wir erstmal ganz gut dabei sein. Ja, diese kleinen Teile, die halten gut was weg, zumindest für den Anfang. Auf jeden Fall genug, um meine Blume am Leben zu erhalten. Und das ist wichtig. Ich gehe auf Nummer sicher, werde den Schleim schon mal auf. Bin ich erstmal abgesichert. Ich hätte auch locker gehen können, aber.
Gute Verteidigung auf jeden Fall. Meine Blume skaliert hoch, das ist wichtig. Oh. Naja, gut, dass ich hier noch was stehen habe. Dann überlebt meine Blume auch noch. War also gar nicht so verkehrt. Ich schicke auf jeden Fall Blut rein. Den verkaufe ich. Die lasse ich erstmal da. Wird ein ganz komisches Spiel hier, aber was soll's. Ja, Turtles waren keine gute Idee. Arkane Verteidigung, weiß ich nicht. Okay, erst durch. Ich werde aber nicht schaffen. Nee. Ich komme auch durch. Sehr gut. Darauf kommt es an. Er hat auch zwei verkackt. Ja gut. Komm, ich muss mich jetzt mal konzentrieren hier. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren. Stell erstmal einen hin. Oh, Held ist natürlich super. Wir warten einfach noch mal ein bisschen auf. Ich habe jetzt noch einen Unhold reingeschickt. Aber die Wende schaffe ich auf jeden Fall. Die Schleime sind gut dabei. Komm, wir sind gierig. So, den aufgewertet. Sollte ausreichen. Nächste Wave versuche ich den Growl zu platzieren. Wird hier hinsetzen. Um die Schleime aufzuwerten, also damit die dann verstärkt werden mit der Magie-Aura noch. Mit ihnen noch mehr aushalten. Feuerpfosten dann dahinter. Das ist so der Plan. Stimmt ja, Fernkämpfer. Die sind bei der Blume schon immer kacke gewesen. Unhold mit. Ah, wird eng, wird eng. Es hat genau ein Leben, das gibt's doch nicht. Ein Leben. Schweinerei. So, ihn mit hin. Er hat gute Tanks auf jeden Fall. Bananenbomben hat er noch. Hauptbahn hat er auch schon platziert. Masken, aber er hat noch kein Bazooka. Macht er wahrscheinlich jetzt diese Runde. Dass er noch ein paar Bazookas hinstellt. Würde ich jedenfalls machen. Schon wieder ein Unhold.
Komm schon, Blume. Ja, schaffe ich nicht. Die blocken zu viel Fernkampfangriff ab. Genau wie hier drüben. Ich schau mal hier rüber. So, das macht er alles weg. Den schicken wir mit rein. Damit wir die heilige Rächerin down kriegen. So, goldener Nimbus. Die heilige Rächerin geht raus. Ich könnte noch einen Robo reinschicken, damit der Crawl down geht und die Drohnen. Los, schlitz alle weg. Sehr schön. Beide durch. Sehr gut. Ich habe auch verkackt. Aber nicht so schlimm. Der blockt das ab und die kriegen eindeutig mehr auf die Fresse. War's das schon? Das war's? Okay, mit so einer schnellen Runde habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, gibt's halt auch mal, nicht wahr? Jetzt bin ich wieder Diamond. Sehr gut. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Perfekt, das war eine weitere Runde. Legion. Mal eine schnelle Runde. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich mit dem guten Hirage gespielt. Ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt von Legion TD2. Bis dahin, einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.